Willkommen zu Final Fantasy 14 Edens Erwachen Beerdigung im normalen Modus gegen einen seltsamen Titan, dem Echo des Herrn der Felsen. Und ja, was gibt es hier Schönes zu erzählen? Nichts Besonderes, außer dass ich mich hier gelegentlich mal mit Thales um die Aggro prügeln muss. Also vielen, vielen Dank an Thales, Luna, Aya, Kiki und Croissant, die mich hier wieder tatkräftig unterstützen. So, ich werde jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger sein, was das Aggro-Aufbauen angeht. Und werde auch mit geteiltem Leid ein klein wenig der Thales unter die Arme greifen, wenn denn notwendig wird. Aber es sieht alles gut aus. Im Endeffekt muss man hier ein bisschen aufpassen mit den AOEs. Da, wo es als erstes explodiert, sollte man auch dann ziemlich schleunigst hin. So, warum ich meinte, dass wir aufpassen müssen wegen der Aggro ist, wir müssen nämlich beim Tankbuster abspotten und abgespottet. Der Tankbuster ist der Felsbrecher. Und jo, man bekommt nämlich einen Debuff an der Stelle. Und den möchte man natürlich nicht haben. So, wir bewegen uns ein bisschen weiter weg, um nicht vollständig in den AOEs zu stehen. Jetzt rennt man zu dem Stein hin, der nicht leuchtet. Von hier aus kann man weiter auf Titan aufprügeln. So, und gleich wieder weg von den Felsen. Und gut. Gleich wird Titan in irgendeine Ecke springen, und zwar genau die. Da sollte man nach Möglichkeit hin, weil man nämlich einen Knockback kassiert. Außerdem macht er noch eine andere Nummer, und zwar entweder macht er einen Mountain Slide vor ihm oder seitlich von ihm. Erstmal Seite, dann ran. Das hängt davon ab, welche Gestalt er gerade angenommen hat. Im Moment ist er gerade die Megatron-Gestalt. Da ist wieder der Tankbuster. Ja. Yeah. Und Thales hat ihn wieder. Genau. Entweder muss man links oder rechts von ihm stehen am Anfang, weil er durchcharged, oder man muss halt eben von ihm wegstehen, vor ihm stehen, weil er links und rechts seine AOEs macht. So. Aber hier scheint alles in bester Ordnung zu sein. So, gleiches Spiel. Wir müssen jetzt natürlich auf jeden Fall rüber da. Und jetzt kommt die Nummer mit dem Auto. Jetzt muss man links oder rechts neben ihm stehen. Und zwar immer auf der längsten Seite. Und nicht auf der kürzesten, weil man natürlich auch wieder genockbackt wird. Bei den blauen AOEs das gleiche wie bei den anderen Dingern. Aufpassen, die werden öfter kommen. Erst explodieren lassen, dann drauflaufen. Und dann läuft das Ganze. Gaias Zorn war im normalen Modus nebenbei eine AOE, die auf dem Boden zu finden ist. Hier ist es einfach nur eine große AOE, wie man sieht. So, da ist wieder ein Tankbuster und abgenommen. Und die Aktion mit den Felsen kennen wir auch. Ach egal, ich gehe zu dem hier zuerst. Oder auch nicht. In der Mitte explodieren sie zuerst, dann an der Seite, auf der ich gerade stand. Und dann da hinten die längere Seite. Hier müssen wir wieder aufpassen, dass wir nicht in der AOE stehen bleiben. Wir bleiben hier jetzt einfach in der Ecke stehen, das ist völlig in Ordnung. Sich hier auf eine Position, weil ihn die ganze Zeit in die Mitte zu ziehen, das wäre eigentlich eher so mittel. Felsfall müsste eigentlich wieder genau diese beiden Pylone sein. Jetzt muss man aufpassen, man sieht da hinten eine AOE auf uns zukommen. Warten, bis er explodiert. Jetzt können wir rüber. Und seismische Welle so hinstellen, dass man nicht bei Titan steht.
Also das Titan hinten dem Felsen ist. Und Tankbuster. Na los, nimm ab. Geht auch. Ups. Und wieder ein Knockback. Ah, fuck, der hat nicht funktioniert. So, was bekommen wir? Wir bekommen... Nein, wir müssen vor ihm bleiben. Und jetzt zur Seite ausweichen. Und raus aus den AOE, so schnell es geht. Römsti Bömsti. Oh wei. Ist ja schon zu niedlich hier, die AOEs. Vor allem, die macht er im Extreme Mode auch, ne? Genau in dem gleichen Pattern. Leider ist es schon ziemlich lustig, das jetzt nochmal im Normal Mode zu sehen. Felsbrecher, wieder ein Tankbuster und abgespottet. Gut, und jetzt müssen wir uns erstmal, müssen wir gucken, welche von den Dingern er hier einnimmt. Oder auch nicht. Okay, ich laufe hier einfach gleich mal nach hinten. Zack, und dahin. Aufpassen mit den Explosionen, so wie sonst auch. Jetzt erst rein. Und wupp, schon haben wir den Kampf geschafft. Eigentlich können wir noch einen Limit Break setzen, wenn man möchte. Ist an der Stelle aber anscheinend überflüssig. Bedamn! Und damit haben wir die ersten vier Reihen von Titan geschafft. Wir bekommen einen Mini-Eden, ein Pet, welches wir uns erwürfeln werden, hoffentlich. Edens Erwachen abgeschlossen. Und jetzt könnten wir uns die ersten vier Eden-Teile als Extreme-Mode, als Savage-Mode freischalten. Das machen wir natürlich nicht. Yay, ich hab's bekommen und schnell raus hier. Und wir bekommen als Abschied noch mal eine kleine Questreihe hinterher. Willkommen zurück, du musst erschöpft sein. Ich hätte nicht gedacht, dass sich eine Kreatur aus Gestein so schnell bewegen kann. Ich frage mich, ob der Titan aus deiner Welt auch so ein starker Gegner war. Er hatte nie eine Chance gegen mich. Nun, das glaube ich dir zu gern, nachdem ich dich kämpfen gesehen habe. Viel wichtiger ist jedoch, dass du ein weiteres elementares Wesen besiegt hast, was bedeutet, dass wir der Wiederherstellung der großen Leere einen Schritt näher sind. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was für eine Veränderung wir diesmal bewirkt haben. Ich bin auch sehr gespannt. Das sieht doch schon viel schöner hier aus. Haben wir das alles getan? Ja, sieht so aus, als wäre das Gleichgewicht in den Erdelementen zurückgekehrt. Und dennoch. Die Transformation hat nur die unmittelbare Umgebung betroffen, während wir jenseits dieses Sehens unverändert ist. Das mutet mich wundersam an. Haben wir etwas falsch gemacht? Es ist nicht ganz das Ergebnis, das ich mir vorgestellt hatte, doch offensichtlich waren unsere Bemühungen nicht vergebens. Vielleicht ist das hiesige Phänomen das Resultat einer Kreuzung der Ätherbahn. Somit besteht durchaus Grund zur Annahme, dass es an ähnlichen Orten in der großen Leere ebenfalls zu vergleichbaren Veränderungen gekommen ist. Dann wird der Äther sich von diesem Punkt ausbreiten
um den Rest der... Ey, kipp mal nicht um, du. Rine. Na, das ist aber nicht so schön. Es ist nichts. Das sah mir aber gar nicht nach nichts aus. Du solltest dich lieber für eine Weile hinlegen. Nein, mir geht's gut, wirklich. Außerdem haben wir noch einiges an Arbeit vor uns. Tankrit hat recht. Du solltest dich nicht derart überanstrengen. Ich weiß euer Mitgefühl zu schätzen, aber ich möchte, dass ihr euch keine Sorgen macht. Rine, du weißt doch gar nicht, was du dir da selbst antust. Die Elemente Wasser und Erde sind zwar wiederhergestellt, aber der stillstehende Äther der großen Leere wirkt weiterhin schädlich auf uns ein. Womöglich hat der andauernde Aufenthalt hier deine Stärke zugesetzt. Jetzt, wo du es erwähnst, ich habe mich ein wenig angeschlagen gefühlt, seit wir hier eingetroffen sind. Ich sollte mich vermutlich für eine Weile aus der großen Leere zurückziehen und mich ausruhen. Bitte mach das. Ich werde hier bleiben. Die Wiedergewinnung der ersten beiden Elemente ist ein paar unerwarteten Resultate hat ein paar unerwartete Resultate produziert und ich benötige Zeit, um die Erkenntnisse zu analysieren. Ich möchte dich jedoch darum bitten, mit niemandem über unsere Arbeit in der großen Leere zu sprechen, selbst nicht mit unseren engsten Kameraden. Warum? Ich dachte, sie würden sich über die Neuigkeiten freuen. Und das sollen sie auch, sobald wir mehr für unsere Bemühungen vorzuweisen haben. Diese Mission ist noch immer überaus gefährlich. Ich bin nicht geneigt, unsere treuesten Freunde diesen Risiken auszusetzen, solange die Lage es nicht zwingend erfordert. Ja, stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Ich sollte sorgfältiger über die Dinge nachdenken. Danke, Uriangé. Ich würde sagen, Rine ist nicht die Einzige, die von einem Ortswechsel profitieren würde. Unserer schlafenden Schönheit würde es in einer gastfreundlicheren Umgebung sicherlich auch besser ergehen. Wir sollten unsere Freunde aus Kristarium bitten, ein sicheres Plätzchen für sie zu finden. Es wäre gut, wenn du und Dufte vorgehen könntet, um mit ihm in Mordsock zu sprechen. Wir kommen dann später nach, sobald Uriangé mit seiner Planung fertig ist. Vielleicht solltest du sie auch begleiten. Sie würde sich sicher über deine Anwesenheit freuen. Nein, diesmal nicht. Sie hat es schon so weit gebracht seit unserem Treffen. Wenn sie sich zu sehr auf mich verlässt, hält sie es womöglich nur zurück. Sie wird nicht ewig in der ersten Splitterwelt bleiben. Der Tag wird kommen, an dem Rine und ich getrennt... Wir werden nicht ewig in der ersten Splitterwelt bleiben. Der Tag wird kommen, an dem Rine und ich getrennte Wege gehen müssen, werden. Und sie... ihren eigenen Pfad einschlagen muss. Ich weiß, dass du das auch verstehst, Uriangé. Ich sehe, dass du versuchst, ihr so viel Wissen wie möglich zu vermitteln, solange du kannst. Und sie scheint tatsächlich das meiste davon zu verinnerlichen. Rine besitzt eine natürliche Gabe für Ätherologie. Darin unterscheidet ihr euch. Eine natürliche Gabe, bei deinen Vorträgen nicht einzuschlafen, vielmehr. Doch, wenn ich so darüber nachdenke, kommt sie wirklich so gar nicht nach mir. Sie hat jedoch auch genau wie du die Angewohnheit, still über ihre Sorgen zu grübeln, anstatt sie auszusprechen. Das sagt derjenige, der ein Meister darin ist, sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Ja, was soll's. Dufte, du solltest lieber den Wüstengleiter mit Rine besteigen. Es stimmt, dass sie in letzter Zeit eine Menge durchgemacht hat. Aber das gilt auch für dich.
Du musst bereit sein für die Herausforderungen, die noch vor uns liegen. Also geh und ruh dich ruhig ein wenig aus. Bitte lass uns wissen, wenn ihr sicher in Amareng angekommen seid. Gar kein Problem. Ist ja nur ein Katzensprung mit dem Gleiter. Ach herrlich, und wie schön dieser Kristall bei Nacht strahlt. Ist das nicht schön? Es sah aus, als hättet ihr eine ziemlich ernsthafte Diskussion geführt. Ich hoffe, ich habe euch keinen Anlass zur Sorge bereitet. Nee, alles gut. Nun, wenn du das sagst, ich sollte mich vermutlich nicht länger als nötig in der großen Leere aufhalten. Also, willst du als erstes den Pilotenplatz nehmen oder soll ich? Ich natürlich, hallo. Ah, da sind wir auch schon zurück. Ich dachte, es gibt noch ein kleines Gespräch oder so. Puh, ich bin froh, dass du dabei warst, um mir Gesellschaft zu leisten. Ich wüsste nicht, wie ich mir sonst die Zeit vertrieben hätte. Nun, da wir hier sind, muss ich unsere Kontaktperson aus Crystarium finden. Aber zuvor hatte ich gehofft, mich mal ein wenig mit dir unterhalten zu können. Ich habe schon seit langem etwas auf dem Herzen. Dies ist jedoch wahrlich nicht der beste Ort dafür. Diese Kreaturen dort drüben sehen ziemlich hungrig aus. Okay. Ah. Zurück an den Ort, wo wir Minfilia getroffen haben. Als ich das erste Mal mit Tancred und Oranger darüber sprach, was ich in der großen Leere spürte, hat ein Teil von mir sich gewünscht, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Ich nehme an, ich fürchte mich davor, was wir finden würden. Aber nun, da wir Eden gefunden haben, weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war, weiter zu forschen. Und wenn ich mich meiner Furcht hingegeben hätte, würde ich mich womöglich für den Rest meines Lebens fragen, was hätte sein können. Von nun an werde ich die Stimme in meinem Inneren ignorieren, die mir dazu rät, wegzulaufen und mich zu verstecken. Das bin ich nicht mehr. Und dennoch, all der Mut in der Welt wird mir nicht bei der Entscheidung helfen, was wir mit dem Mädchen machen sollen, wenn es erwacht. Erinnerst du dich daran, was sie sagte, bevor sie das Bewusstsein verlor? Warum bin ich hier? Was geschieht hier? Was, wenn sie unter der Kontrolle eines anderen stand oder gezwungen wurde, gegen ihren Willen zu handeln? Was auch immer der Fall ist, es ist klar, dass sie kein Monster ist. Sie ist eine Person, wie du und ich. Offensichtlich weiß sie etwas über Eden und wir benötigen alle Informationen, die wir kriegen können. Doch vor allem will ich einfach nur mit ihr reden, um herauszufinden, wer sie ist und ob es etwas gibt, bei dem wir ihr helfen können. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, dass sie uns bereits einmal angegriffen hat. Wer sagt uns, dass sie es nicht wieder versuchen wird, wenn sie erwacht? Wenn sie uns weiter daran hindert, die große Leere zurückzuerobern, dann wird das alles meine Schuld sein. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Was meinst du? Was sollen wir tun, Dufte? Wenn Alfinur hier wäre, würde er über alles mit ihr reden. Selbst Emmet Selch hat seine Gründe. Wir sollten sie zumindest anhören. Na komm, über alles mit ihr reden. Die werden dann Best Bros und so. Ja, wie damals in Yulmor, selbst bei der Begegnung mit Vorsria hat er alles versucht, um eine friedliche Lösung zu finden. Hoffentlich wird sie ein offenes Ohr für uns haben. Bis dahin werde ich mich auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Dabei fällt mir ein, dass ich mich noch immer um Orangers Besorgungen kümmern muss. Die Person, die wir treffen werden, hat uns den Wüstengleiter und die meisten von uns verwendeten Geräte geliehen. Und da wir zur Geheimhaltung verpflichtet sind, gilt es wohl auch für ihn und seine Kollegen.
Je eher wir mit ihm mit der Sache fertig sind, desto eher können wir uns ein Plätzchen zum Entspannen suchen. Yay, wir sind in Modsock angekommen. Schön, dass wir das Ganze ohne großartige Hin- und Herreise machen können. Hey, da drüben ist Rine. Wer ist denn eigentlich die Kontaktperson, von der sie spricht? Wäre ja mal zu interessant. Nun, da wir hier sind, erlaube mir, dir zwei Mitglieder unseres engen Kreises vorzustellen. Oder wie auch immer du das nennen möchtest. Oh, das ist Gulgul, der an Relikten interessiert ist, die wir in der großen Leere finden. Anscheinend handelt er vor allem mit exotischen Waffen und dergleichen, doch er hat zugesagt, uns mit allem zu versorgen, das wir nicht in Crystarium kriegen können. Nun, die andere Person, die wir treffen wollten, sollte irgendwo hier in der Nähe sein. Ah, Rine, welch eine Erleichterung, dass du unversehrt von der Expedition zurück bist. Es tut mir leid, dass wir dich haben warten lassen. Wir waren ein wenig länger weg als erwartet. Darf ich dir Lori vorstellen? Es ist mir ein Vergnügen, deine Bekanntschaft zu machen. Als Repräsentant des Siedlungsrates bin ich hier, um die Lieferung der benötigten Ausrüstung und Versorgungsgüter für eure Expedition zu überwachen. Ich werde hier bleiben und meine Unterstützung anzubieten, falls dieses benötigt wird. Tatsächlich gibt es da etwas, worum ich dich gern bitten würde. Es wäre jedoch vermutlich besser, nicht mitten auf dem Marktplatz darüber zu reden. Den Rest übernehme ich, Dufte. Du solltest dich ein wenig ausruhen. Doch bevor du gehst, möchte ich mich gerne bei dir bedanken für alles, was du getan hast. Wir haben noch immer einen weiten Weg vor uns, aber wenn wir unser Bestes geben, gibt es nichts, was wir nicht schaffen können. Ja, das sehe ich genauso. Nee, na gut, in Schnelligkeit. Ich verstehe. Es ist zwar nur eine Hypothese, aber wir sollten dennoch Vorsicht walten lassen. Zudem werde ich die Angelegenheit vorerst nicht mit Rino und Dufte besprechen, bis wir mehr wissen. Nun, ich weiß es zu schätzen, dass du es mir erzählst, auch wenn es noch zu früh ist, um sicher zu sein. Immerhin bin ich derjenige, der über sie wacht. Das Orakel der Dunkelheit. Ich hoffe doch sehr, dass es nicht wahr ist, Orianger. Ja, aber wir machen hier noch keinen Cut, wir laufen weiter. Eine Stimme im Kopf. Ah, du musst Dufte sein. Ich bin ein Teil der Gruppe, die bei dieser hochgeheimen und streng vertraulichen Sache aushilft. Ich bin hier, um dich über eine interessante Entwicklung zu informieren. Es geht um das Mädchen, das aus der großen Leere zurückgebracht wurde. Sie ist endlich aufgewacht, musst du wissen. Geifort und Dufte! Wir haben die Neuigkeiten von Tankred gehört, ist es wahr? Aber ja, gewiss doch.
Ihr Name ist anscheinend Gaia. Sie behauptet, eine freie Bürgerin von Yulmor gewesen zu sein, obwohl sie sich an keinerlei Ereignisse vor ihrem Angriff auf Eden erinnern kann. Sie hat ihr Gedächtnis verloren? Ein Teil davon zumindest. Zudem können wir uns nicht sicher sein, ob sie die Wahrheit sagt oder ob es lediglich ein List ist. Sie zeigt jedoch keinerlei Feindseligkeit, was ein gutes Zeichen ist, nehme ich an. Und Tancred ist gerade bei ihr? Ja, er hat sie nach Yulmor gebracht, in erster Linie, um zu bestätigen, was sie uns bisher erzählt hat, die Bewohner dort befragen und so. Danach wollten sie eigentlich wiederkommen, obwohl sie länger brauchen, als ich angenommen hatte. Ich hoffe, es ist nichts vorgefallen. Das erklärt ja alles. Wir sollen nachgucken, was mit denen los ist. Logisch. Oder auch nicht? Wer weiß? Boah, bist du immer so langsam? Wenn du so weitermachst, ist es gleich dunkel. Die Rückkehr des Nachthimmels ist ja schön und gut, aber die Tage sind dadurch verdammt kurz geworden und du trödelst immer noch da unten rum. Tu wenigstens so, als wärst du nützlich, klar? Kindchen, ich bin nicht dein Diener. Wie wär's denn, wenn du zur Abwechslung mal dein eigenes Gepäck tragen würdest? Tancred, du bist zurück. Ich freue mich, euch zu sehen. Ja, selbst dich, Orianger. Kai und ich haben gerade ihre 7 Sachen aus Yulmor geholt. Ich freue mich, dass wir uns endlich treffen können. So richtig, meine ich. Also, könntet ihr irgendwas Nützliches in Erfahrung bringen? Außer ihrem Wohnort nicht sonderlich viel. Ihre angeblichen Nachbarn wussten kaum etwas über sie. Nicht einmal sie weiß irgendwas über sich selbst. Ihre Erinnerungen an ihr Leben in Yulmor sind äußerst lückenhaft. Doch sie scheint davon überzeugt zu sein, dass sie ihre Erinnerungen wiedererlangen wird, wenn sie uns begleitet. Daher habe ich sie eingeladen, mitzukommen. Und als erste Handlung hat sie mich dazu beordert, ihr Gepäck zu tragen. Wenn ihr darauf besteht, hier herumzustehen und zu quatschen, dürfte ich dann vorschlagen, dass wir uns irgendwo hinsetzen. Meine Füße bringen mich um. Mann, nicht so ruppig, junges Fräulein. Dann hättest du vielleicht vernünftigere Schuhe auswählen sollen. Aber es ist dennoch keine schlechte Idee. Wollen wir? Habt ihr diese Absätze gesehen? Damit geht man doch nicht spazieren. Und das recht nicht so weit. Andererseits macht es sie gleich mal einen Kopf größer. So ein kleiner, zickiger Erdnuckel. Da sitzen sie alle fröhlich und funtern sich irgendwas rein oder so. Dann erzähl mal was von dir, Gaia. Du kannst dich also außer an deinen Heimatsort an absolut gar nichts erinnern? Den Angriff auf uns? Deine Ohnmacht? Solch eine selektive Amnesie würde bei vorsichtigen Leuten wohl Verdacht erregen. Sollte es allerdings wahr sein, könnte dies meine derzeitige Hypothese untermauern, obwohl dazu weitere... Nicht jetzt, Orianger. Sie ist gerade erst aufgewacht. Wir sollten sie nicht direkt so langweilen, dass sie gleich wieder einschläft. Auf jeden Fall ziehe ich es vor, meinen Instinkten zu vertrauen. Und sie sagen mir, dass Gaia uns nichts Böses will. Nach reiflicher Überlegung hielt ich es für richtig, sie in unsere Arbeit in die großen Lehre einzuweihen, als Zeichen unseren guten Willens. Immerhin ist Vertrauen eine gegenseitige Angelegenheit. Und wenn doch noch etwas schief geht, hast du sie ja wenigstens schon mal im Kampf besiegt, Dufte.
Dann bist du diejenige, gegen die ich gekämpft habe? Wenn ich so darüber nachdenke, kommst du mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht habe ich einfach eins dieser Gesichter, das wundert mich nicht. Immerhin hast du versucht, mich zu töten. Naja, nehmen wir das Erste. Wie immer das Erste. Oder vielleicht hast du auch einfach nur keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wobei, ich habe das Gefühl, dass diese nebligen Erinnerungen etwas klarer werden, seit ich dich getroffen habe. Es ist, als würde ich mich an Teile eines Traums erinnern, nur dass diese Dinge wirklich passiert sind. Als hätte mich mein ganzes Leben zu diesem Punkt geführt. Du redest, als hättest du diese Ereignisse erwartet. So könnte man das ausdrücken. Es ist das, was die Fee mir erzählt. Ich kann sie nicht sehen, aber es ist, als wäre da jemand anderes in meinem Kopf. Ich höre Stimmen. Sie flüstert mir zu und lässt mich ihre Kräfte einsetzen. Ihr würdet es wohl Magie nennen, wobei ich von derlei Dingen keine Ahnung habe. Und diese Kräfte ermöglichen es dir, den Schleier zwischen unserer Realität und dem Nicht zu lüften und die sich nach Äther verzehrenden Bewohner der Überreste des 13. Splitters herbeizurufen? Was? Sollte das irgendwas bedeuten oder reißt du nur völlig zufällig Wörter aneinander? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr das hier aushaltet. Ich habe ihn gerade erst getroffen und krieg jetzt schon Kopfschmerzen von seinem unerträglichen Gelaber. Es soll noch immer, er will noch immer nicht ganz in meinen Schädel, worüber wir hier reden. Ich soll in einer Rüstung herumgeflogen sein und ein Schwert geschwungen haben? Das klingt so gar nicht nach mir. Jemand anderes in deinem Kopf? So wie Minfilia in mir war. Ja, die Ähnlichkeiten können wir nicht ignorieren. Es ist zwar zu früh, um es mit Sicherheit zu sagen, aber es ist durchaus möglich, dass Gaia das Orakel der Dunkelheit ist. Das Orakel der Dunkelheit? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass du recht gehabt haben könntest, als du sagtest, dass sie etwas mit MSH gemein hat. Wenn man von einem Aschin als lebendiger Wirt benutzt wurde, hat man keine Erinnerung an Ereignisse, die passieren, während man besessen war. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Doch Gaia scheint noch immer einige Erinnerungen zu haben, auch wenn sie verschwommen sind. Zudem hat sie die volle Kontrolle über sich behalten, selbst als sie die Stimme in ihrem Kopf gehört hat. Ähnlich wie bei dir und Minfilia. Und obwohl Rina eigentlich sie selbst war, hat Minfias Präsenz sich auf ihre äußere Erscheinung ausgewirkt und ihr die Augen und Haarfarbe unserer treuen Freundin verliehen. Es ist daher nicht undenkbar, dass Gaias rabenschwarze Haare das Resultat der Manifestation der Dunkelheit sind, die in ihr verweilt. Aber ich bin so geboren worden und meine Eltern hatten auch beide schwarze Haare. Das glaube ich zumindest. Es ist so lange her, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe, dass ich mich kaum daran erinnere. Doch genug von mir. Du bist Minfilia, oder? Das Orakel des Lichts, das sie in Yulmoy einquartiert hatten. Das stimmt, wobei eingekerkert es eher trifft. Sie hatten mich die meiste Zeit über weggesperrt und ich wusste nicht viel über Yulmoy und seine Bewohner oder den Rest der Welt. Und wie ist es gekommen, dass das Orakel des Lichts mit der Kriegerin der Dunkelheit unterwegs ist? Nun ja, es fing alles an als... Fangen wir von vorne an und erzählen die gesamte Story. Insert Episode 1 hier. Ja, ich kann mich an den Tag erinnern, als alle verrückt gespielt haben und Lord Vosry geflohen ist. Alles danach ist aber nach wie vor verschwommen.
Nach dem, was Gaia erzählt hat, war sie nicht unter jenen, die uns damals angegriffen haben. Doch wie konnte sie sich Worsreys Kontrolle entziehen? Womöglich ist diese Fee, von der sie sprach, eingeschritten. So eigenartig das auch wäre, wissen wir noch immer nicht, wieso sie wie aus dem Nichts erschienen ist, als Eden sich erhoben hat. Es ist nur eine Vermutung, aber ich schätze, dass die Fee irgendwie darauf reagiert und mich aus irgendeinem Grund dazu gebracht hat, auf es loszugehen. Ja, das scheint die einzige Erklärung zu sein. Ich weiß nicht, was ihr noch vorhabt, aber ich habe jetzt genug geschwafelt. Ich werde zurück zu Eden gehen. Was? Aber warum? Die Fee wollte irgendwas von Eden. Wenn ich herausfinde, was es ist, bringe ich vielleicht auch in Erfahrung, was genau da all die Jahre in meinem Kopf gelebt hat. Außerdem werden sich meine Erinnerungen nicht von alle wiederherstellen und mit Sicherheit nicht durch dieses Palaver. Also gehe ich jetzt, Basta. Gaia, warte! Unerträglich, absolut unerträglich. Aber wir können sie nicht einfach so sich selbst überlassen. Kommt schon. Fahren wir jetzt auch wieder zu Eden. Nun, was haben wir denn hier? Irgendwas ist hier. Gucken wir mal. Ach so, genau, klar. Bei ihm, das können wir überspringen. Genau, weil wir jetzt nämlich Eden episch freigeschaltet haben. Zumindest die ersten vier Teile. Und jetzt bewegen wir uns mal langsam auf die Leute zu. Jetzt müssen wir da noch runterwandern. Meine Güte. Ich finde es ein bisschen ätzend, dass diese Questreihe gefühlt irgendwie eine halbe Ewigkeit dauert. Als die hervorgehende. Wahrscheinlich wollten sie unbedingt mehr Story in die ganze Sache einfügen und haben dann gesagt, ja komm, das schieben wir alles zwischen die beiden Eden-Teile. Komm mir nicht zu nah. Sollen wir auch noch kämpfen oder was? Ich bin hier irgendwie minimal gelangweilt. Gaia! Na gut. Du lässt mir keine andere Wahl. Was bin ich? Du bist ein Mutant von dem Planeten Zorg und bist hier auf diesem Planeten gekommen, um, keine Ahnung, Saiyajin-Dinge zu tun oder so. Was glotzt dir denn alle so? Ich wollte dich nicht anstarren, aber solch eine Magie sehe ich nicht alle Tage. Dann sind das also die Kräfte der Fee, von der du gesprochen hast? Seit meiner Kindheit flüstert sie mir zu, sag mir, was ich tun soll. So habe ich die Kräfte eingesetzt. Doch es gibt Dinge,
die selbst ich nicht erklären kann. In der Luft aufreißende Löcher, furchterregende Kreaturen, die daraus hervorkriechen, grässliche Klingen und Rüstung, die aus dem Nichts erscheinen. Doch am schlimmsten ist die dunkle Energie, die aus dem Inneren kommt. Diese Kraft, es fühlt sich an, als würde sie lediglich durch mich durchfließen, aber nicht meine sein. Und selbst wenn sie meinen Ruf folgt, dauerte es immer ein paar Momente, bis die Zauber funktionieren. Kurz gesagt, du hast keine Kontrolle über die Magie. Es ist nicht so, dass ich jemals versucht hätte, sie zu kontrollieren. Für gewöhnlich mache ich mir nichts aus Kämpfen gegen wilde Bestien. Leider gehört das beim Reisen durch Amareng dazu. Ich verstehe ja, dass du antworten willst, aber so unvorbereitet wirst du sie nicht finden. Wenn dir die Sache so am Herzen liegt, werde ich dir helfen. Rine, denk doch mal darüber nach, was du da sagst. Willst du Gaia wirklich zu Eden führen? Es ist unvorstellbar, was passiert, wenn sie erneut die Kontrolle verliert. Daher ist es die sicherste Option, wenn sie sich von Eden fernhält, bis unsere Arbeit getan ist. Sie sollte irgendwo bleiben, wo wir sie im Auge behalten können. Das ist das Beste für sie. Ich kann Tankrits Einschätzung der Lage nur zustimmen. Derzeit wissen wir äußerst wenig über Gaias Herkunft und noch weniger über ihre Kräfte. Wenn sie wirklich das Orakel der Dunkelheit ist, könnte ihre Anwesenheit eine ohnehin schon riskante Aufgabe verkomplizieren und sowohl unsere Mission als auch das Wohlergehen ihrer selbst in Gefahr bringen. Willst du diesen Weg trotz all dem einschlagen? Das will ich. Es ist noch nicht so lange her, dass ich völlig isoliert gelebt habe und gegen meinen Willen festgehalten wurde. Vielleicht haben die Leute, die mich bewacht haben, das auch für das Beste gehalten. Aber wenn wir sie wegsperren, weil es uns gerade in den Kram passt, dann sind wir nicht besser als Vorsfree und Ranjit. Wenn jemand in Not ist, dann müssen wir eine helfende Hand ausstrecken und dürfen uns nicht abwenden. Nun bin ich am Zug, für Gaia das zu tun, was ihr alle für mich getan habt. Ich bin mir der vor uns liegenden Gefahr bewusst, doch ich werde nicht den leichten Weg wählen. Dies ist der Pfad, den ich gewählt habe. Ist das gut genug für euch? Nun, besser hätte ich es auch nicht ausdrücken können. Was meinst du, Orianger? Das Licht deines Geistes brennt hell. Es tut mir leid, meine Liebe, aber wir hielten es für angebracht, deine Entschlossenheit auf die Probe zu stellen. Du hast jedoch keinen Zweifel daran gelassen. Ehrlich gesagt, habe ich nie an dir gezweifelt, Rine. Doch vergiss nicht, dass die Gefahren, von denen Orianger und ich gesprochen haben, allzu real sind. Wenn du bereit bist, die Sache durchzuziehen, werden wir dir zur Seite stehen. Das bedeutet mir viel. Ich danke euch. Es ist mir auch eigentlich egal, wer mich begleitet, aber wenn wir gehen wollen, dann sollten wir auch mal endlich los. Es soll da eine Art Gefährt am südlichen Wachturm geben, ja? Also kommt schon und trödelt nicht so. Diese Logik dahinter. Ich will das jetzt machen. Ah, fuck, wir kommen argumentativ nicht gegen eine 15-Jährige an. Wir wollten dich nur auf die Probe stellen und du hast dich gut geschlagen. So ein doofes Gelaber tatsächlich. Okay, aber wir kommen jetzt langsam dem Ganzen immer näher und ihr merkt selber, dass das doch ganz schön viel Blabla ist, bis wir endlich weiter Eden freigeschaltet haben. Und ich kriege langsam Hunger. Zu fünf könnte es ein wenig eng werden. Aber das kriegen wir schon hin. Vielleicht kann Orianger auf unser Gepäck sitzen. Auf in die große Leere mit uns. Die gar nicht mehr so groß und leer ist. Wir haben jetzt Wasser und Stein. Da ist es also.
da hinten ist Eden und schwebt vor sich hin. Eden, wo ich die Antwort finden werde, die ich suche. Der Ursprung der Lichtflut, der erste Sündenverzilger, würde er mich in meine Vergangenheit oder in meine Zukunft führen? Ich vermochte nicht zu sagen, was mich auf diesem Pfad erwartete, der vor mir lag, und doch hatte ich keine andere Wahl, als den ersten Schritt zu machen. Lesen wir jetzt ihre Gedanken, oder wie? Hey, pass auf. Lass da mal ringehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Es war für mich auch so. Doch ich hatte das Glück, dass Tankred mich aus Yuma befreite und mir die Gelegenheit gab, die Welt zu sehen. Viel wichtiger ist jedoch, dass ich allerlei Leute getroffen habe, die mir beigebracht haben, nicht im Schatten von anderen zu leben, sondern ich selbst zu sein. Eines Tages wirst du auch vielleicht die Gelegenheit dazu haben. Bist du fertig mit dem Vortrag? Ich... Eines Tages, was soll denn das heißen? Ich meine nur... Ich weiß nicht, wie das große Orakel des Lichts solche Dinge sieht, aber für jemanden wie mich, der nur das Leben in Grimmer kennt, gibt es kein Morgen. Es gibt keine Zukunft, nur das Hier und Jetzt. Und während wir Zeit mit diesen sinnlosen Unterhaltungen verschwenden, spüre ich jeden Moment meines Lebens durch meinen Finger rinnen. Zeit. Sie wartet nicht. Nicht für mich oder irgendwen anders. Ich weiß nicht, wie lange ich noch daran festhalten kann. Daran, wer ich bin. Es tut mir leid, Gaia. Gaia? Das ist vermutlich nicht einmal mein richtiger Name. Nicht? Als Tankred mich nach meinem Namen gefragt hat, konnte ich mich nicht daran erinnern. In diesem Moment flüsterte die Fee mir etwas zu. Gaia. Aber wenn du in Yuma aufgewachsen bist, dann musst du doch dort jemand wissen, wer du bist, oder? Alle, die ich einst kannte, sind entweder verschwunden oder haben sich in Sündenvertilger verwandelt. Zumindest jene, an dessen Gesichter und Namen ich mich noch immer erinnern kann. Schließlich haben wir nicht eine einzige Person getroffen, die mich erkannt hat. Soweit ich mich erinnern kann, war sie nie besonders gesellig, aber dennoch. Nun, selbst wenn es nicht dein richtiger Name ist, finde ich, dass Gaia schön klingt. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich dich weiter so nennen. Und wenn du magst, dann nenn mich doch bitte Rine statt Orakel des Lichts. Das ist zwar auch nicht mein richtiger Name, denn der, den meine Eltern mir gaben, habe ich schon lange vergessen. Aber er wurde mir von den Leuten gegeben, die ich als meine Familie betrachte. Wenn du meinst... Naja, so gerne ich auch weiter darüber reden würde, es gibt da noch etwas, das mir keine Ruhe lässt. Ich dachte, die Fee würde irgendwie auf Eden reagieren, doch irgendwie regt sich da gar nichts. Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann bin ich erst aus dem Nichts aufgetaucht, als Eden begonnen hat, sich zu bewegen. Vielleicht würde die Fee ihre Schwingen brechen, wenn ihr Eden irgendwo hinfliegen würdet. Ihr werdet doch Elemente oder was auch immer wiederherstellen. Warum beeilt ihr euch dann nicht damit und bringt es endlich hinter euch? Zu Befehl, meine Dame. Lass gut sein dürfte. Es ist vermutlich das Beste, wenn wir uns mit ihren Launen abfinden. Und dank eines gewissen Mitglieds des Bundes haben wir auch schon genug Übungen darin, mit eingebildeten Pinseln umzugehen. Ich wüsste nicht, von wem du da sprichst.
Also gut, ich denke, wir haben lange genug geredet. Ja. Wenn ihr bereit seid, sollten wir uns auf den Weg zu Eden machen. Endlich. 10 Minuten Kampf, 40 Minuten Gelaber. Und wir sind immer noch nicht losgeflogen. Nein, wir müssen erstmal zu Eden rein. Also, so wichtig das Unterfangen der ganzen Sache ist, ist das, was die hier in Story reindrücken, gerade ein bisschen zu langatmig, finde ich. Nach den ursprünglichen Veränderungen durch die Wiederbelebung von Wasser und Erde hat die große Leere keine weiteren Anzeichen des Wandels gezeigt. Manche einer mag die Stabilität nennen und sich damit zufrieden geben, doch in Wahrheit ist es Passivität. Eine Passivität, die durch die allgegenwärtige Präsenz des Lichts verursacht wird. Wenn wir den Status quo durchbrechen wollen, müssen wir einen Katalysator einsetzen, ein drittes Element, das diese freigesetzten Energien aufweckt und ihre Aktivität anregt. Daher schlage ich Blitz vor. Dann käme also Ramu in Frage, ja? Nach dem, was ich gelernt habe, ist er ein Wächter des Waldes und eher konfliktscheu. Aber du hast tatsächlich gegen ihn gekämpft, nicht wahr? Ja, er ist so halb Mann, halb Bart und dann nochmal ein halber Bart. Ach ja, Tankred erwähnte, dass er im Gegensatz zu den meisten anderen Primae eher einer Person als einer Bestie ähnelte. Und anscheinend hat er die Angewohnheit, sich nicht sonderlich viel zu bewegen. Ich freue mich, dass unsere Lektion sich auszahlen. Nun, es ist wie du sagst. Wenn wir eine neue Verkörperung des Primae beschwören wollen, sollte ich versuchen, ihn mir so, gedanklich so klar wie möglich vorzustellen. Es ist zumindest ein Versuch wert. Der Rest liegt an dir, Dufte. Damit das Ganze funktioniert, müssen wir irgendwo hinfliegen, ja? Warum setzt ihr dieses verdammte Ding nicht erstmal in Bewegung, anstatt hier Wurzeln zu schlagen, während ihr eure Anekdoten austauscht? Ich muss zugeben, dieser Vorschlag entbehrt nicht einer gewissen Logik. Rine, dürfte ich die Gandorf-Donnersteppe als nächstes Ziel vorschlagen? Es steht geschrieben, dass diese Steppe einst durchgehend von stürmischen Wolken bedeckt war und das konstante Sperrfeuer aus Blitzen die einzige Lichtquelle darstellte. Der noch immer vorhandene Umgebungsäther dort bietet uns ideale Bedingungen für die Beschwörung. Dann werden wir dorthin aufbrechen. Komm schon, Eden, wir haben eine Aufgabe zu erledigen. Diese Stelle sollte so gut wie jede andere sein. Also dann, Dufte, wann immer du bereit bist. Erinnerung an Ramu werden wach. Bart, dicker Bart mit kleinem Kopf. Riesengroßer Bart mit kleinem Kopf. Edens Resonanz, Entladung nun zugänglich. Wup, wup, endlich. So, Entschuldigung, aber... So, hier haben wir ein beschränktes Beuterecht. Wir können nur einmal pro Woche aus diesem Inhalt Beute erhalten. Deswegen werde ich mir erstmal angucken, was ich daraus überhaupt brauche. Für den Übergang. Und versuche dabei nicht einzuschlafen. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuschauen.